Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Laudes. Schön, dass wir diese Woche wieder gemeinsam Laudes feiern dürfen. Ich bin schon in froher Erwartung, wenn wir uns dann hoffentlich in baldiger Zukunft auch wieder versammeln dürfen und sehen können, uns austauschen dürfen. Ich bin gespannt zu hören von euch, wie es euch ergangen ist, wie es euch geht. Jetzt im Moment noch alleine zu Hause im Online-Format und auch das vielleicht eine Zeit, in der wir Dinge neu lernen können, indem wir uns auf, ja, uns vielleicht auf fremde Situationen einlassen dürfen und ja auch bewusst in diesen Tag gehen können und schauen dürfen, was ist heute gut, was passiert in meinem Leben, auch wenn ich vielleicht gerade im Moment manchmal das Gefühl habe, dass viel zu wenig passiert. Ich freue mich, dass wir ja, dass wir dieses Format gefunden haben, dass wir so miteinander in Kontakt stehen und wünsche uns allen eine gesegnete Zeit. Herr, unser Gott, komm unserem Beten und Arbeiten mit deiner Gnade zuvor und begleite es, damit alles, was wir beginnen, bei dir seinen Anfang nehme und durch dich vollendet werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Du Sonne der Gerechtigkeit, Christus, vertreib in uns die Nacht, dass mit dem Licht des neuen Tags auch unser Herz sich neu erhellt. Du schenkst uns diese Gnadenzeit, gib auch ein reuevolles Herz und führe auf dem Weg zurück, die deine Langmut irren sah. Es kommt der Tag, dein Tag erscheint, da alles neu in Blüte steht. Der Tag, der unsere Freude ist, der Tag, der uns mit dir versöhnt. Dir, höchster Gott, Dreifaltigkeit, Lob singe alles, was da lebt. Lass uns durch deine Gnade neu dich preisen durch ein neues Lied. Herr, lass mich deine Huld erfahren am frühen Morgen. Psalm 143, Vers 1 bis 11. Und davor noch die Bitte um Kraft und Hilfe. Wir haben erkannt, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Galater Kapitel 2, Vers 16. Herr, höre mein Gebet, vernimm mein Flehen. In deiner Treue erhöre mich, in deiner Gerechtigkeit. Geh mit deinem Knecht nicht ins Gericht, denn keiner, der lebt, ist gerecht vor dir. Der Feind verfolgt mich, tritt mein Leben zu Boden. Er lässt mich in der Finsternis wohnen wie längst Verstorbene. Mein Geist verzagt in mir. Mir erstarrt das Herz in der Brust. Ich denke an die vergangenen Tage, sinne nach über all deine Taten, erwäge das Werk deiner Hände. Ich breite die Hände aus und bete zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein lechzendes Land. Herr, erhöre mich bald, denn mein Geist wird müde. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, damit ich nicht werde wie Menschen, die längst begraben sind. Lass mich deine Huld erfahren am frühen Morgen, denn ich vertraue auf dich. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll, denn ich erhebe meine Seele zu dir. Herr, entreiß mich den Feinden, zu dir nehme ich meine Zuflucht.
Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich auf ebenem Pfad. Um deines Namens willen, Herr, erhalt mich am Leben. Führe mich heraus aus der Not in deiner Gerechtigkeit. Herr, lass mich deine Huld erfahren am frühen Morgen. Das Evangelium steht in Lukas 9, Vers 22 bis 25. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Das Evangelium fordert heraus. Es fordert mich heraus. Vielleicht ja auch euch. Wenn wir es ernst meinen, wenn wir sagen, dass Jesus unser Herr ist, dass wir ihm folgen, dann wird uns hier kein glorreicher Weg versprochen. Der Menschensohn muss viel erleiden. Er wird getötet werden. Er wird sogar gekreuzigt. Das ist der schlimmste Tod, den man sich in der Antike vorstellen kann. Und doch, auf diesen eindeutigen Satz, dass er getötet werden wird, das steht fest, da gibt's keinen, daran können wir nicht rütteln, folgt ein Versprechen. Mit dem Tod ist es noch nicht vorbei, es geht weiter. Die Nachfolge, die ja eigentlich mit der Kreuzigung in den Dreck gezogen werden sollte, verläuft sich eben nicht. Christinnen beginnen gerade dann von der Auferstehung Christus zu erzählen. Und genau das wird uns hier versprochen. Hoffnung? Es ist eine Zusage, die Hoffnung schenkt, mitten hinein in das, was uns aussichtslos scheint. Vielleicht müssen wir diese Zusage, dieses Hoffnungsversprechen noch vor der Aufforderung verstehen, dass wir unser tägliches Kreuz auf uns nehmen müssen. Ja, das müssen wir. Wir müssen unser tägliches Kreuz auf uns nehmen. Wir sind eben nicht diejenigen, die sich brüsten dürfen, die Helden, die sich erheben dürfen über andere, die über anderen triumphieren können. Die Verse drehen die uns vertraute Logik um. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Das ist ganz genau anders, als wir es uns vorstellen, als es für uns Sinn ergibt. Sie möchten uns daran erinnern, dass nicht die Starken im Recht sind, sich zu nehmen, was sie wollen. Vielmehr werden wir daran erinnert, dass Jesus zu folgen, auf seine Botschaft zu hören, nicht heißt, dass wir auf der Gewinnerseite stehen und die anderen eben nicht. Und deshalb sind wir auch nicht dazu berechtigt, sie zu unterdrücken oder klein zu halten. Wir werden aufgefordert, unser Kreuz aufzunehmen, täglich, auch heute an diesem Donnerstag. Aber in diesem Schweren dürfen wir vertrauen, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Der letzte Vers: Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Dieser Satz ist mir immer wieder wichtig geworden. Ich
Erinnere mich manchmal daran und überlege, was ist es denn, was wirklich zählt? Ist es wirklich so wichtig, dass ich in dieser einen Sache die Allerbeste bin? Oder geht es um etwas anderes? Und nimmt meine Seele vielleicht daran Schaden, dass ich, wenn ich überall die Beste sein will, ja, dass ich da etwas auch verlieren kann? Dieser Satz erinnert uns daran, dass die Logiken, die uns vertraut sind, vielleicht ganz anders sind, dass Gott größer ist als unser Denken, als unsere Systeme und dass er hineinkommt. Vielleicht könnt ihr ja heute an diesem Tag oder auch in der Woche an diesen Satz denken und euch erinnern, was nützt es mir, wenn ich die ganze Welt gewonnen habe, dabei aber mich selber verloren habe. Für das Benediktus könnt ihr, wenn ihr mögt, aufstehen und sehr gerne mitsingen. Der Text erscheint im Video. Licht aus der Höhe, leuchte allen, die in Finsternis sind und im Schatten des Todes. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns seinen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes. Wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Licht aus der Höhe, leuchte allen, die in Finsternis sind und im Schatten des Todes. Gemeinsam wollen wir jetzt Fürbitte halten. Wenn ihr mögt, dürft ihr aufstehen. Es wird eine Zeit der Stille geben. Ihr seid eingeladen, eure Bitten vor Gott zu bringen. Dies könnt ihr laut tun oder auch leise. Gott, du himmlischer Liebhaber, du unsere Liebste, in dir ist die Liebe in Fülle und du möchtest sie mit uns Menschen teilen. Aber so oft wollen wir unser eigenes Ding durchziehen. Immer wieder gelingt es uns ganz gut. Wir haben Freundschaften, Liebesbeziehungen, Ehen und Familien, in denen wir uns in Zeiten wie diesen, wo wir nur wenige Menschen sehen können, gegenseitig tragen. Dafür danke ich dir. Aber es gibt auch viele Menschen, die sich einsam fühlen,
deren Beziehungen zerbrochen sind, die ungewollt allein sind, einen lieben Menschen verloren haben oder Angst haben, den anderen nicht genug zu lieben. Bitte hilf uns, dass wir alle in unseren Beziehungen immer wieder erfahren dürfen, dass du der Grund bist, der alle Beziehungen, heute und frühere, trägt. Dass deine Liebe so groß ist, dass du unsere Freude an Beziehung neidlos teilst und wir Menschen immer wieder aus deiner Liebe schöpfen dürfen. Amen. Herr, wir bitten dich für die Einsamen, für die Menschen, die sich alleingelassen fühlen und ungesehen. Bitte dich, dass du sie siehst und dass du uns die Augen schenkst und den Mut, Partei zu ergreifen. Herr, wir bitten dich für die Menschen, die kein Zuhause haben, die auf der Flucht sind und auf der Suche nach einem besseren Ort zum Leben. Mach du unsere Herzen weit und offen. Bitten dich um deinen Frieden in dieser Welt, in diesem Land, an dem Ort, an dem wir sind und in unserem Herz. Amen. Vor einigen Tagen habe ich gehört, dass mittlerweile 79,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind. Das seien 9 Millionen Menschen mehr als vor einem Jahr. Deshalb möchte ich heute für alle bitten, die ihr Zuhause verloren haben, die keine Heimat haben, in die sie zurückkehren können. Herr Jesus, sei bei ihnen und gib ihnen Hoffnung. Großes Du, wie gut ist es, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, dass du über uns hinausgehst, dass du da bist, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir nicht selbst die Größten sind, sondern dass du immer wieder dich uns zuwendest. Ich bitte dich, dass du in diese Welt kommst, dass du deine Gnade und deinen Frieden in unsere Herzen legst, dass wir zu Friedensstiftern werden dürfen, dass wir diese Friedensstifter vielleicht auch schon sein können, auch wenn wir manchmal nicht den Frieden in uns spüren. Segne du uns, sei du bei uns in diesem Tag und auch in der darauffolgenden Nacht. Gemeinsam wollen wir beten, wie der Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne uns der allmächtige Gott, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hoffnung, wo Leben verdorrt, auf steinigem